Wo hast du heute gepöbelt? Bei Aldi. Auf Facebook. Auf Facebook. Offizielle Entschuldigung. Ach so. Hallo aus dem Boscherreich. Wir haben ja jetzt Osteraktion. Da haben wir ein paar Sets, die wir euch jetzt hier zeigen. Nochmal. Wir beide haben uns hier sozusagen schon in den Haufen gestellt, was wir halt noch so Schönes haben. Genau. Später kommt dazu noch Reo, Bricks und Molking. Da bauen wir dann eben mal um und sind dann nach einem kurzen Schnitt dann wieder an der Stelle. So, aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal den Bell UH1 IOKs, keine Ahnung. Bell halt, ne? Der klassische Karottenschneider hier. So, was hast du denn Schild? Ich habe einen deutschen Bunker von Kobi. Die Preise stehen aber natürlich nicht drauf, sondern sind erst im Online-Shop zu sehen. Genau, aber den haben wir dann im Shop hier, das geht hier unsere Kasse, das ist dann hier genauso gültig. So, ich habe hier die Türpitz. Die Türpitz, weiß ich nicht, 2800 Teile, Schlachtschiff, ne? Ja, das wollte mich jetzt hier verzetteln in irgendwelchen Kleinigkeiten. Ja, haben wir erledigt, ist da. Hier nochmal etwas mit Rädern, Ketten, wie auch immer. Die Maus. Und was hast du noch Schönes? Ja, die ist übrigens mit Innenausbau. Ja. Kannst du mal umdrehen. Die ist, könnt ihr aufdeckeln und dann könnt ihr da sozusagen euch angucken, wie die einzelnen Munitionshülsen da verteilt sind. Das ich habe noch das Kali-Rät. Das haben wir sozusagen auch. Könnt ihr sozusagen jetzt auch mit zu der Aktion dazu. Zum Schluss von Kobi haben wir... Was meinst du jetzt zum Schluss? Zum Schluss von Kobi. Achso, zum Schluss von Kobi. Nein, ja. Dann ignorieren wir das. Ich habe ja nicht gesagt, das letzte Teil von Kobi. Oh, weiter. Ach, Marco. Opel Rekord Schwarze Witwe einmal. Ist die ganz normale Edition und nicht die Executive Edition. Genau, richtig. Und ich habe hier den Trabant 601, auch die ganz normale, nicht Executive Edition. 1400 Teile mit Klorolle hinten drin. Mit Klorolle? Das ist ein Verbandskasten. Ach nee, entschuldigt, in der Executive Edition war die Klorolle. Nein, dann ist der nur Verbandskasten. So, aber ich lasse mal jetzt mal gleich von hinter der Kamera noch was reinreichen. Ein Set, was nur noch bei uns gibt. Ganz selten. Ganz selten. Stücken und, das ist quasi ein Auslaufartikel. Also, das ist so begehrt. Deswegen haben wir das auch rabattiert. Aber auch das kann man aufbasteln und dann kann man da mit dem Männlein drin rumspielen oder dekorativ aufbauen. Wir spielen ja nicht in dem Alter mehr. Wir haben es schön hingestellt und lassen es einstauben. Ach nee, da gibt es ja Vitrinen für. Gut, jetzt machen wir mal einen Umbau und dann geht es in die andere Ecke. Dann müssten wir jetzt mit Molking anfangen. Dann fangen wir mit Molking jetzt weil an. Weil das fällt dir da eigentlich schon so direkt in die Hände. Ja, fangen wir noch mal hier da. Die rote Lampe ist schon an. Ja. So. Aber da sind wir, ach so, nein, alles gut. Da sind wir an einer anderen Stelle und haben wir ein bisschen umgebaut. Dann fangen wir einfach direkt mal mit dem schönen Himmagic Castle an. Das ist natürlich auch runtergesetzt. Ja? Ja. Was ist los? Ja, keine Ahnung, was sollst du da zu viel sagen zu dem Ding? Ja. Es ist voll schön, es ist toll, kauft es. Naja. Genau, hättest du die Rückseite mal zeigen können. Da ist genau dasselbe Bildchen drauf, nur nicht ganz so hübsch, gucke. Siehst du? Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall auch dieses Restaurant, ist auch im Angebot bei uns. Ein französisches Restaurant. Ein französisches Restaurant, ja. Kiste ins Gesicht geschlagen hier. Nochmal viel näher ran. Du kannst es auch näher ran tragen. Dankeschön. Wenn das besser ist. Ja. Naja, dann sieht man es nochmal besser als von da hinten. Ja, sehr schön. Ja. Dann haben wir noch. Was ist los? Oh. Ja, warten wir mal. Haben wir hier noch so einen Todesplaneten haben wir noch. Von Molking. Designer ist übrigens hier aus Berlin. War hier bei uns im Laden, haben wir gesprochen, ist entsprechend entlohnt. Ja, aber auf jeden Fall, den haben wir auch im Angebot. Ja. So, hier drüben geht's weiter. Das ist jetzt ziemlich. Das ist schön, dass das Video jetzt im Arsch ist. Du hast das Ding gerade voll zerrissen. Wir haben nur 30 Stück davon. Okay, dann ist ernsthaft? Ist ja egal. Oder 300.
Was ist denn hier von alles im Angebot? Na, die Rio-Mixer. Alles? Ja. Ey, wenn ich das nicht weiß, kann ich jetzt mich nicht selbst schon behaupten, das ist im Angebot. Okay, bitte fang einfach vorne an. Du schnellst bitte, ne? Wieso nicht? Dann piepst du aber. So, komm, hopp. Du hast ja bis jetzt noch nichts Schlimmes gesagt. Ach so, naja, ich denke aus meiner Sicht schon. Dann haben wir von Reobrix einmal die Mittelalter-Schmiede. Natürlich sind die anderen Mittelalter-Sets auch noch im Angebot. Also ihr müsst euch nicht nur mit der Schmiede zufrieden geben, sondern genau. Habt auch noch mehr Auswahl. Genau, hier noch den Fischerladen. Wobei bei Reobrix ist ja immer wieder die Geschichte. Ja, ich sag mal, die sind geil zum Bauen. Wir haben es ja aufgebaut, auch hier stehen. Aber ich sag mal, an erfahrene Bauer ist besser. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein sogenanntes Baumhaus. Ja. Obwohl es sich immer die Frage stellt, ist das ein Baumhaus oder nicht? Aber ein Hausbaum meinst du? Ja, genau, eher so. Ein Hausbaum. So. Und die, das Piratenschiff, die Pirate Revenge, haben wir natürlich auch noch dabei. Ich drehe mal um. Ach, weiter nach vorne. Ja. Na ja, gut, da kann man rinzoomen, aber wie nah soll ich denn da ranlaufen? Pirate Revenge haben wir auch noch. Wie gesagt, alles bei uns im Shop oder halt auch hier. Müsst ihr gucken, was euch da anspricht. Und dann kommt vorbei oder bestellt das online und dann ja, viel Spaß beim Basteln, dann zu Ostern. Bis nächstes Mal. Achso, Jasmin, was hast du vergessen zu sagen? Das hast du vergessen, weil du ja schon eine Ältere von uns bist. Aber natürlich liken, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Aber nicht nur hier, sondern generell überall. Also Instagram, Facebook und so weiter. Ja, und TikTok, ne? Ja, deswegen sage ich ja und so weiter. Ach so, und so weiter. Genau. Und wenn euch was nicht passt, dann schreibt das auch runter, dann können wir was ändern. Ansonsten machen wir einfach so weiter. Bis nächste Mal jetzt, aber wirklich. Was ist der jetzt? Ach so. Und Newsletter abonnieren. Newsletter abonnieren, aber dann nicht... Also, also wäre schon gut, wenn ihr bei uns bleiben würdet und nicht uns entfolgt, nur weil wir jetzt ein Newsletter haben. Weil so bleibt man wenigstens am Ball. So, ich hoffe, das war's jetzt aber. Und Tschüssikowski, bis nächstes Mal. Ja, und der Kamerakind hat auch eine gute Arbeit gemacht. Möchte ich jetzt mal extra erwähnt haben. Genau.